So. Interessant. So, zurück im Avengers Tower. Und wir können jetzt hier verschiedene Missionen annehmen, uns neu ausrüsten. Ja. Du sollst die Hardware nur herstellen und sie nicht auch eine benutzen, Quest, die man Stark. abgeben kann. Ein Ausrüstungshändler. Echt? Oh, okay. Oh, da gab's. Oh, gleich Männer. Manchmal war ich nur gegen mich selbst. Nee, also ich könnte jetzt in die Stadtmitte. Ja, mich. Mich bei der Stadtmittenpatrouille. Oh ja, da, oh, geil. Ich soll in Teufels Küche. Bestrafung ist mein Geschäft und das Geschäft läuft gut. What do you mean you don't Bei mir steht recognize es me? noch. Was? Okay, also ich bin jetzt aufgestiegen. Bin. Jo, Hell's Kitchen, ja, ich bin auch Hell's Kitchen. Studiere bei der einen Frau in dem Teil in der Quest angenommen. Moment, ich werte mich gerade noch auf. Jetzt kann ich, jetzt bin ich nämlich gerade Level 6 geworden. Und kann dann die neuen Sachen anlegen. Und dann gehe ich noch schnell zum Waffenhändler und verkaufe den Mist, den ich nicht mehr brauche. Dem schließe ich mich an. Hi, Thorsten. Hi. Weiß ich nicht, was man bei dem kaufen könnte. Wichtiges. Bereit zu arbeiten? Also, die Aufräumaktion in Hell's Kitchen bringt uns 449 Erfahrungspunkte, wenn wir die machen. Gut, ja, dann machen wir die doch. Würde ich behaupten. Gut, dann machen wir doch die Immer ist Aufräumaktion in nichts Hell's Neues. Kitchen. Komm schon. Okay. Neues Video. Das könnte nützlich sein. Ne, wartet mal, wo seid denn ihr jetzt? Oh, Entschuldigung. Ist kein Problem. Ins Portal rein. Ja, ich komme auch. Ne, das war nicht Flash, das war Bullseye. Daredevil. So,
Also hier ist auch noch ein Ausrüstungshändler. Ja. Und da gibt es auch ein. Oh, da beginnt ein Event. Bei mir steht oben, nächstes Event beginnt in 13 Sekunden. Wahrscheinlich ist das eine Mehrspielerkarte, dieses Event in Hell's Kitchen, würde ich behaupten. Dann warten wir doch einfach mal ab, ob das funktioniert. Ja. Irgendwie ist Selektro gelungen, seine Kräfte mit einem Energieüberschuss aufzuladen. So, dann müssen wir den uns schnappen gehen. Und dann kommt Freunde, machen wir das doch. Ich habe unten. Hier. Einfach mir nach. Darunter, irgendwie. Wenn es geht. Ja, eventuell, ja, durch die Tür. Gut. So, dann gehen wir uns doch mal diesen Elektrotypen fangen hier. Meine Güte, sieht's hier aus. Ja, wer braucht da? Was denn? Abgedrehte Punks. Sonst noch Fragen? Keine. Gut. Oh. Hier. Okay, also das Elektro-Event ist leider schon weg. Aber hier liegt Geld. Da komme ich die Straße lang gelaufen. Da. Da hinten. Da hinten. Vereitle die Brandstiftung. Das ist New York, hör mal. Da gibt es nur Banditen mit Waffen. Loot. Loot und Geld. Zwei von 12 Brandstiftern haben wir erledigt. Ja, vor allen Dingen in einer Steinkirche, weißt du? Ich habe gerade nicht genügend Motivation. Friedhof. Friedhof. Loot. The Mighty Quest for Epic Loot. Nee, ich auch nicht. Ist auch nicht so, glaube ich, das Spiel für mich oder so. Genauso wie es wie dieses The Binding of Isaac oder so. Ja, mal gucken, wenn wir die hier aus dem Weg geräumt haben. Wo seid ihr schon wieder? Ah, hier. Ah, da geht's rund. Der Spruch war gut. Punisher sagte gerade: Elektro, Zeit dir den Strom abzustellen. Ja, ich halte mich im Hintergrund, weil ich habe ja eine Schusswaffe, weißt du? Jawohl. Jawohl, Level 8. Ja, war ja auch ein Eventbus.
So, da liegt Kohle. Da liegt Kohle mitten auf der Straße. Keiner will die haben oder so. Aber echt, hä? Oh. Da war eine elektrische Spinne im Briefkasten. Die wollte mich gerade auffressen oder so. Keine Ahnung. So, verteidige die Polizeibarrikade. Nee, ich. Ja, macht eigentlich ganz schön Spaß, hier durchgedrehte Brandstifter zu jagen mit euch hier. Das macht echt Spaß, macht Laune. Ja. Vor allen Dingen fragt man sich auch, muss der Punisher irgendwann mal nachladen? Und wenn ja, wie viele Millionen Patronen hat er dabei? Ja, da sind 1 Milliarde Pfeile drin oder so. Ach so. Aber geile Pfeile, hör mal. Wo denn? Ich sehe gar keine. Drohnen? Durchgedrehte Punks. Schon wieder Elektro. Naja, gut. Ja, guck mal, ob wir rechtzeitig hinkommen. Hier durch die Gasse, ne? Alter. Jawohl. Richtig. Level 9. So, dann gucken wir doch mal. Mal gerade auf den Ausrüstungsbildschirm gehen. Meine Güte. Ich habe einiges Neues, ne? Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich habe hier einen Kommunikator gefunden, ja, weiß aber nicht, der ist für Teamausrüstung, ja. Ich habe aber keinen Platz, um den ausrüsten zu können. Ich auch nicht. So, da haben wir doch schon einiges gemacht hier. Ich habe auch ein paar Sachen, die kann ich noch nicht ausrüsten. Ich habe nämlich ein Artefakt von Cyclops gefunden und dafür brauche ich Level 54. Und ich habe
ein Artefakt von Nick Fury gefunden. Da brauche ich Level 40 für. Und da liegt noch eine Schrotflinte. Die nehme ich natürlich mit. Wo? Ja. Ja, das sieht wirklich lecker aus. So, dann suchen wir uns ein. Ah, ich kann wieder Kraftpunkte ausgeben. Was? Ja, würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Oder? Müsste, Moment, warte mal. Auf B. Ja, genau. Ah, jetzt kann man doch nach unten gehen. Und hier hätte Wonder Man wohl, glaube ich, einen Auftrag. Avengers History? Ah, warte mal, hier kann man auch gucken. Also die Schwierigkeit steht auf normal. Schwierigkeit ist normal. Ich komme gerade wieder zurück. Du bist jetzt gerade an mir vorbeigelaufen. Ah ja, hier. Ben Urich. Ja, Geschichte der Avengers. So, also der Geschichte der Avengers. Kerl hat uns jetzt natürlich zu Wonder Man geschickt, weil der natürlich schon lange dabei ist und er steht hier unten. Gesundheit. Zu Wonder Man. Hast du gut gemacht. So, warte. Hier gibt es natürlich ziemlich viel zu entdecken, würde ich sagen. Ja, warte, ich muss auch noch zu She-Hulk. So, jetzt habe ich schon wieder zwei Fragezeichen. Doch, ich habe zwei. Und zwar habe ich Shield Agent Stan Lee und nochmal Hell's Kitchen.
Das ist, da war ich schon. Dann kriegst du erzählt, dass du dir auch Sachen herstellen kannst. So, ich stelle mich mal hier in die Ecke und warte, bis ihr soweit seid, dann machen wir gleich weiter.